Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Odyssey. Wir werden hier jetzt den töten. Danach werden wir hier hingehen und, glaube ich, einfach nochmal die Verteidigung für Sparta machen. Einfaches Geld, Rüstung. Da geht schneller, als wenn wir das hier machen müssen und den vielleicht noch töten und so weiter, weil Sparta ist angreifbar. Verteidigen wir für Sparta. Und danach kehren wir hier zur erweckten Erinnerung. Sonst noch irgendwelche besonderen Quests? Weg der Erinnerung? Nö, das sind allgemeine Windziele. Führungskräfteauftrag, das ist auch allgemein. Okay. Ja, ich wollte noch gucken. Wegen Inventar. Stufe 18. Na, das passt eigentlich. Okay. Hat die Markierung nicht gesehen. Da müssen wir lang. So. Die Höhle habe ich tatsächlich ja schon erkundet. Oh, Boss. Wo bist du? Ein paar Spiele nebenher zockt und nicht mehr weiß, wo welche Taste war. Oder was für was zuständig ist. Hier werden Sie besonders wachsam sein. Danke. Ja, komm her, dann weißt es. Schon davon gehört? Wir kriegen endlich unsere Drachmen. Ja, wäre nicht das erste Mal, dass er uns falsche Hoffnung so. Aber ich bleibe optimistisch. Naja, du. Komm her. Ich überlege gerade, ob ich meine Cam nach rechts mache, weil links habe ich ja auch meine Fähigkeiten. In einem anderen Game bräuchte ich es eigentlich auch rechts, aber ist das so wichtig, das zu sehen? Okay, seht ihr die Abklingzeit? Warte mal, kleinen Moment. Machen wir mal eben gerade. Ich kurz doppelt. Jetzt bin ich rechts. Ist mir in den ersten Folgen bisher gar nicht aufgefallen, dass ich da eigentlich meine Finger als blockiere. Erstmal irgendwie hier reinkommen, ey. Dieser Typ regt mich gerade auf hier. Mann, weg mit dir. Gut,
dass das erledigt ist. Ich töte dich genüsslich. Du gehörst mir! Meine Fresse, Batz. So nicht, ey. So. So, da gibt es nochmal eine Waffe zum Mitnehmen. Auch ein Bogen, der besser ist. Das ist natürlich praktisch. Die Quest müssen wir hier abgeben. Oh. Okay. Ja gut, wahrscheinlich keinen schnelleren Weg einfach als hier runter. Oh, das war vielleicht ein bisschen sehr tief. Aber er konnte sich hier zum Glück festhalten. Komm schon, komm. Also noch relativ schnell da. Haben wir gut auch die Gegend hier erkundet. Ich habe mal geguckt, Gesamtkills haben wir irgendwie 487, jetzt ein paar mehr sogar. Wir sind 22% Main. Der Mann ist tot. Ich danke dir viermal. Wohl rechts bin ich ja hier, in den Gesprächen drin, ne? Das reicht. Da bin ich ja sonst in den Chats drin, wenn ich. Ich bin so oder so ein von irgendwem im Weg immer. So. Von daher, also wenn die Gespräche führen, sind rechts. Die Dinger, die ich auswählen kann, ist also auch nicht ideal. Ich weiß auch nicht, ob es da irgendwo ein Mittelding gibt, wo ich mich hinsetzen kann. Ich will schon am liebsten unten bleiben, sonst muss ich da irgendwas noch zum Balken unter mich machen. Mittendrin will ich ja auch nicht sein. Los! So. Nochmal gerade für Sparta. Für deren Verteidigung. Weil wir verraten unseren Ursprung nicht. Und los geht's. Also genau in der Tür abgeparkt, ne? Wir kriegen diese verdammten Athener nicht klein. Und entlang unserer Verteidigungslinien steht eine Schlacht bevor. Willst du heute an der Seite geborener Krieger für Sparta kämpfen, Söldnerin? Oh nee, geht tatsächlich. Dir gehört mein Schwert, Spartiat. Gut, wir brauchen jedes Eisen, das wir kriegen können. Okay, das mit dem Chat passt, also bin ich ganz rechts. Schick die Athener in den Hades! Was ist denn da? Ja.
Aber das mit der Zeit anhalten klappt ja nicht so gut bisher. Okay. Ah, da ist einer. Das Flammenfeld ist auch gleich wieder verfügbar. Da. Wir brechen ein. Weiter so. Was? Also bisher hat mir das wenig gebracht mit den Sekunden anhalten. Irgendwie habe ich das nicht so richtig ausnutzen können. Vielleicht nicht so mein Kampfstil auch. Bams. 19 Soldaten getötet, 6 Hauptmänner. Das geht doch. Ach, hier so auf dem Schlachtfeld liegt hier gern nochmal was rum. Würde ich vielleicht demnächst öfters mal so ein bisschen absuchen noch. Ja, gar nicht mal so schlecht. Oh. Okay. Hä? Was hat denn die Quest? Weil er so aufleuchtet. Gucken. Winter. Was leuchtet hier bei Quests alle auf? Ja. Welt noch. Kultisten ist so die Sache.
Ja, die Frage, wo die alle sind, so. Ja. Kann man auf der Karte vielleicht komplett sehen? Nee, die muss ich schon anklicken, ne? Damit ich das sehe, wo die sind. Oder wo ich wen sehe. Gut, das ist das Auge, einer von hier. Wenn ich den jetzt verfolge. Noch weiter weg. Also. Sie sind alle irgendwie bei Andros. Also. Dann verfolgen wir lieber mal die Quest hier. Den Kultisten. Da brauche ich gar keinen von verfolgen. Die sind alle viel zu weit weg. Es. Ansehen. Ah. So eigene Storys oder was? So. Jetzt aber. Ist egal. Können wir ja gleich am besten hinreiten, tatsächlich. Einfach kräftelt einen durch. Ja, bin ja mal gespannt, wie das mit dem Kult des Kosmos noch weitergeht, wollen wir halt mal eher Leute treffen, wollen wir was aufdecken, also wir müssen auf jeden Fall die Nebenquests machen. Die stellen keine Fragen. Ich bleib lieber unbemerkt. Ich weiß nicht, was du meinst, aber gut. Also wird wahrscheinlich irgendein Lager in der Nähe sein, aber interessiert mich eher wenig. Ach. Kann ich auch mal. Sorry, das war ein bisschen schief vor Boss. Oh. Der Claire Banditenlager. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Keine Spur. Ich werde beschossen! Na los, ihr Narren! Sucht endlich! Wir finden die Ratte schon. Der Schütze ist dort drüben! Erst mit dem Bogenschützen fertig machen. Los! Alter! Ah!
Genau, greif einfach deinen eigenen Typen an. Oh. So, der Schatz war hier hinten irgendwo, ne? Okay. Jetzt unten irgendwo in eine Höhle rein, oder was? Tja, der hatte keine Chance. Und ich habe wieder ein Banditenlager mehr auf meiner Liste, wenn ich gleich die Schatztruhe hab. Alles klar. Ein weiteres Banditenlager. Wir gehen auch schon stark Richtung Stufe 19. So. Jetzt bewegen wir uns weiter Richtung Herodotos. Die Frage, wie man am besten dahin kommt. Na los! Oh Gott. Aua. Bin ich gerade gegen ein Elch gerannt. Nein! Das machst du ganz gut, Frau Boss. Du bist das beste Sprungpferd, was ich kenne, ey. Thermopylen. Man sagt, man kann diese Schlachtfeld nicht über... Wenn du deine Augen schließt, kannst du sie hören. Ihre letzten Kriegsschreie... bevor jeder dieser tapferen Spartiaten umkam. Sie wurden an diesem Tag zum Schweigen gebracht, aber an ihre Geschichte wird man sich auf ewig erinnern. Du hast mich doch nicht hierher gebracht, damit wir über tote Spartiaten reden. Was willst du, Herodotos? Die Schlacht bei den Thermopylen klingt noch in unseren Herzen nach, aber hier fühlt man es in den Knochen. Hier gibt es nichts außer Geistern. Ich sorge mich um die Lebenden. Strecke deinen Speer aus. Meinen Speer? Warum? Ich muss etwas wissen. Oh!
Alter, dass der Pfeil durch diese Eisenrüstung gegangen ist. Krass. Herodotos! Mir geht es gut. Mir geht es gut. Die Geschichten sind wahr. Es ist der Speer des Leonidas. Die Waffe eines Helden. Okay, aber das war's von dieser Folge. Mehr erfahren wir in der nächsten. Bis dann. Haut rein.